Dieser Tweet von Elon Musk sorgt für Wirbel. Denn er zeigt deutlich die Doppelmoral des Twitter-Chefs. Der 51-Jährige postet dieses Video. Der Mann im Auto habe angeblich einen Wagen verfolgt, in dem Musks zweijähriges Kind saß. Der Mann soll das Fahrzeug blockiert haben und sogar auf dessen Motorhaube gestiegen sein. Grund genug für Musk, den Mann an den digitalen Pranger zu stellen. Samt Gesicht, Fahrzeug und Autokennzeichen. Das allein ein heftiger Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre. Und gegen die eigenen Twitter-Regeln. Im schlimmsten Fall könnte dieser Post sogar zu Selbstjustiz führen. Denn in den USA lässt sich oft mit einem Mausklick über das Nummernschild die Privatadresse des Fahrzeughalters herausfinden. Pikant außerdem hatte der Twitter-Chef doch erst einen Tag zuvor verkündet, das sogenannte Doxing auf seiner Plattform verbieten zu wollen. Doxing ist das Posten von persönlichen Daten gegen den Willen einer Person. Und nun fragt Musk seine 121 Millionen Follower allen Ernstes, wer diesen Mann erkennt? Doch wehe, es geht um die eigenen Daten. Das sieht Elon Musk dann doch nicht so locker, wie dieser gesperrte Twitter-Account zeigt. Der Betreiber hatte automatisiert alle Flugbewegungen von Musks Privatjet in Echtzeit veröffentlicht. Nach zahlreichen Debatten ließ der Twitter-Chef nun das Konto Elon Jet sperren. Ohne Angaben von Gründen. Dabei ist das Posten von Flugbewegungen nicht einmal verboten, ganz im Gegensatz zum Verhalten Musks. Zahlreiche Plattformen wie Flightradar stellen diese Flugdaten zur Verfügung.